Manda, es ist Zeit. Oder kurz und bündig, jetzt. Unter diesem Motto stand der große Unabhängigkeitstag des Südtiroler Schützenbundes in Meran, über den Bezirksmajor Hannes Holzner mit Stoll gesprochen hat. 2016 haben wir in Bruneck das letzte Mal in Jetztag gehabt. Jetzt ist es schon eine Weile her. Wir hatten ein Flöschjahr geplant gehabt, haben es leider nicht gegangen, dann auszurichten, zu machen. Durch die ganze Covid-Situation dann haben wir es ein Jahr verschoben, heuer haben wir es gekannt machen. Das Wetter ist herrlich, tausende von Leuten sind gekommen, die Organisation ist ein voller Erfolg. Wir haben gesagt, wir werden schauen, dass wir das alle zwei, drei Jahre ausrichten und werden schauen, den Weg der Unabhängigkeitsbestrebung weiterzugehen. Unabhängigkeitsbestrebung folgendermaßen: Wir, bei Jetztag, haben wir gesagt, ich sage jetzt, setzen wir ins Ziel, die drei Säulen der Unabhängigkeit voranzutreiben. Und zwar, sei es die Vollautonomie, die Eigenstaatlichkeit in Europa und die Wiederangliederung an Österreich. Das sind die drei Modelle, die wir in der Bevölkerung vorschlagen. Probleme aufzeigen, dadurch, dass wir beim italienischen Staat sein, sei es die Almwirtschaft mit Wolf und Bär, sei es die Rentengebung, sei es die Gesetzgebung. Wenn wir als eigener Staat oder als Republik in Österreich oder als Vollautonomie selber entscheiden könnten über die eigenen Kompetenzen, dann hätten wir uns viel leichter, weil wir regional und direkt entscheiden können, ohne Rom fragen zu müssen und Angst haben zu müssen, dass wir tagtäglich beschnitten werden für Femina. Heint haben wir Gäste aus ganz Europa da, die auch die Unabhängigkeit anstreben, sind Schotten gekommen, Basken, Katalanen, Flandern, aber auch italienische Regionen wie Friaul, Triest, Toskana, Venetien, die sind alle auch gekommen und haben immer einen Bestrebungswillen da kundgetan, haben gesagt, was sie wollen, was sie erreichen wollen, wo sie hin wollen, einfach aufzuzeigen, dass es für die Nationalstaaten nicht das ist, was es sein sollte.